Sprechen Sie mit mir, Dr. Norbert Röttgen. Geben wir Vertrauen, Nordrhein-Westfalen in eine bessere Zukunft zu führen. Es war unser Appell, endlich einen Schulfrieden zu machen. Endlich mit der Ideologie aufzuhören in der Schule. Endlich mal die Schulen, die Schüler in Ruhe zu lassen, damit in der Schule das stattfinden kann, wozu Schulen da sind. Schulen sind nicht für die Schulbürokraten und Schulideologen da, sondern für die Kinder, damit sie eine gute Lebensgrundlage bekommen, um selbstständige Menschen zu werden. Für dieses Verantwortungsverständnis werbe ich, die Kinder in den Blick zu nehmen, obwohl sie noch nicht wählen können. Die Kinder in den Blick zu nehmen, weil sie noch nicht wählen können, aber die Betroffenen unserer Politik sind. Trauen wir uns doch zu, trauen wir Politiker doch den Bürgern mehr zu, dass sie zur Verantwortung bereit sind. Wir sind doch kein Volk von Egoisten. Wir sind doch verantwortungsbereit in den Vereinen, in der Familie, in der Kirche. Darum sind die Bürger nicht so dumm, wie SPD und Grüne glauben, sondern Bürger sind zur Verantwortung bereit, wenn man ihnen ein klares Konzept und ein klares Ziel nennt, meine Damen und Herren. Daran glaube ich, darauf vertraue ich, dass wir diesen Bürgersinn aktivieren können in Nordrhein-Westfalen, in unserer Heimat, meine Damen und Herren. Dafür möchte ich kämpfen, dafür möchte ich arbeiten mit Ihnen zusammen. Manche sagen ja, wir brauchen kein Wachstum. Nein, meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, wir brauchen Wachstum. Ohne Wachstum werden wir keine solidarische Gesellschaft sein. Ohne Wachstum werden wir nicht den Wohlstand halten, den wir haben. Nur diese rot-grüne Landesregierung hat bis auf den heutigen Tag die Energiewende verschlafen. Und ich sage, ich werde als Ministerpräsident die Energiewende nach Hause bringen, denn sie gehört hier zu uns nach Nordrhein-Westfalen. Hier ist das Energieland und hier muss das Energieland der Zukunft sein, meine Damen und Herren. Darum die Energiewende nach Nordrhein-Westfalen. Hier gehört sie hin, hier ist sie genau am richtigen Platz. Das ist mein Ziel, meine Aufgabe. Denn unsere Sozialdemokraten haben sich ja verbrüdert mit denjenigen, die in anderen Ländern als Sozialisten Wahlversprechen machen und es wird dann in Europa weitergehen. Ja. Haben wir wirklich die Lehren gezogen aus der Staatsverschuldungskrise, die zur Euro-Krise, zur Europakrise geführt hat und noch nicht überwunden ist? Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, nicht zu viel Sparsamkeit, sondern zu viel Schulden haben uns in die Krise geführt. Und darum ist die Alternative, die Sozialisten wollen immer neue auf Verschuldung beruhende Staatsausgaben und wir wollen eine Restriktion, wir wollen Solidität, gerade auch bei den Finanzen. In Nordrhein-Westfalen wollen wir mit soliden Finanzen anfangen und dann wollen wir das auch in Deutschland und Europa durchsetzen, weil das die Basis für gesunde, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung ist. Das ist die Alternative für einen Kurs der finanziellen Konsolidierung, für dauerhaftes Wachstum. Das ist christdemokratische Politik. Dafür bitten wir um Ihre Unterstützung, meine Damen und Herren. Wir brauchen die Unterstützung. Norbert Röttgen und das Kompetenzteam stehen dafür, dass wir die Politik für das Heute machen und gleichzeitig mitdenken, dass wir in der nächsten Generation noch so sparsam gehaushalten haben, dass wir auch Schwerpunkte für die Zukunft setzen. Das ist der Anspruch, den wir haben als Christdemokraten.